Keeps straight ball. Gay. Minus AB. Ax. Θα συζητήσω και. Minus. Ωμέγα κατράτ x. Και x κοντά τη φραξία του κύπτου. 2x. Και το μίνους, μίνους εκεί, πλούς. Ωμέγα κοντράτ. Μάλλον. Το μάλλον. Τα κρέκει. Plus omega quadrat. Are epsilon minus x? At inalapit na x. Minus omega quadrat. Are epsilon. So. Warum? Das ist vorzeitig. Ich muss minus nehmen und da ableiten und innerhalb des minus 1 der Plus. Also kriegen wir, ist gleich minus 2 Omega Quadrat x plus Omega Quadrat y. Okay. Y2 ist gleich minus d phi nach y ist gleich. Fällt weg. Da bekommen wir minus Omega Quadrat mal y minus x minus minus aqui, plus e na rapa de você minus ômega quadrado mais z minus y ist gleich ômega quadrado x minus 2 ômega quadrado y plus ômega quadrado z. Und Z2 Punkt, das ist, ja? Ja, aber Frage. Was wir oben das Quadrat, also den zweiten Term abgeleitet haben, ja genau, müsste dann jetzt dieses Omega Quadrat mal x wegfallen, weil es von oben her plus ist? Klar. Ja, wenn es die obere Klammer ausvertritt, dann müsste es einfach plus sein. Also, ich muss die Klammer, wenn ich die Klammer nach x differenziert, bekomme ich Omega Quadrat mal der Klammer ja. Mal minus 1 von der inneren Arbeit, weil ich ja nach x differenziere. Ja? Ich differenziere nach x. Und bei der Minus vorne steht, kriege ich wieder von dem minus 1 wieder plus. Also, ja. Sie haben es jetzt schon. Ja. Es ist gerade ganz einfach. Gut, okay. Z2 Punkt. Machen wir es noch einmal. Gleich. Minus. D phi nach dem Z. Schön, damit wir sehen, wie wir rechnen. Also, uninteressant, weil kein Z vorkommt. Uninteressant, weil kein Z vorkommt. Da differenzieren. Da differenzieren bedeutet, zuerst die Klammer differenziert, fliegt der 2 weg, Omega Quadrat mal der Klammer, mal die innere Ableitung ist 1, aber davor steht ein Minus, nichts. Daher schreiben wir Minus Omega Quadrat Z minus Y. Differenziert die Omega Quadrat
Konzept, aber davor steht ein Minus. Minus Omega Quadrat Z. Also kriegen wir, ist gleich Omega Quadrat Y minus 2 Omega Quadrat Z. Das heißt, wenn Sie sich das so anschauen, liegt eigentlich vor, wenn Sie einführen, den Differentialoperator L ist gleich differenziert zweimal nach der Zeit, d2 nach dt Quadrat. Ja. Zweimal nach der Zeit differenziert. Und wenn wir einführen, groß x ist gleich x, y, z, diese Spalte, dann steht eigentlich hier ly, lx, also x2. y2. z2. x ist gleich einer Matrix ax. Und wie schaut die Matrix A aus? Mit A ist gleich die folgende Matrix. Also, das ist diese Seite. Haben wir minus 2 Omega Quadrat mal x plus Omega Quadrat y und nichts mit z. Das ist die erste Zeile. Ja, die zweite Zeile, Omega Quadrat x minus 2 Omega Quadrat y, Omega Quadrat z, die zweite Zeile, y-Zeile, dritte Zeile, die z-Zeile, kein x, Omega Quadrat y, minus 2 Omega Quadrat z. Ja, das ist die Matrix. Und Sie sehen, die Matrix ist symmetrisch. Schön. Und jetzt wollen wir dieses Differentialgleichungssystem lösen. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir neue Variablen einführen, die entkoppeln. Das heißt, wir suchen von der Matrix die Eigenwerte, dann die Komponenten der Eigenvektoren und bekommen dann die neuen Variablen. Ja. So gehen wir vor. Also, Eigenwerte von A. Also, wenn wir sagen, der Gleichung, minus 2 Omega Quadrat minus Z Omega Quadrat 0 Omega Quadrat minus 2 Omega Quadrat minus Z Omega Quadrat 0 Omega Quadrat minus 2 Omega Quadrat minus Z. Diese Determinante rechnen wir uns aus. Ich will mir sogar die negative ausrechnen, damit dann mit Z drin, mit plus Z drin das beginnt. Das ist nur, weil ich immer mit positiver drin, höchster Potenz mit wieder. Das Einzige. Also gehen wir es an. Ist gleich. Also wie fängt das ganze Spiel an? Dann müssen wir das da, mal den da, mal den da. Sie sehen 3 mal minus. Wir können auch schreiben, das ist gleich 2 Omega Quadrat plus Z. Zur dritten, da haben wir da ein Minus uns gecheckt, da ein Minus, zwei Minus, da ein Minus, drei Minus, da ein Minus, vier Minus, können wir so raus. Jetzt das? Gut. Nächste. Damit ich dann hinten plus Z da drin bin. Einfach nur aus ästhetischen Gründen. Sie können es sich auch. Wir setzen es ja sowieso nicht. Ja? So. Also Hauptdiagonale haben wir. Das da mal geht da mal 0, 0. Das da mal geht da mal 0, 0. Schön. Neben Diagonale, das da mal geht da mal 0. Aber dann wird es wieder hart. Was kriegen wir denn da? Da kriegen wir Omega Quadrat mal Omega Quadrat, das ist Omega der vierten. Plus Omega der vierten. Mal minus 2 Omega Quadrat minus Z. Jetzt haben wir Omega Quadrat. Ah, jetzt ist es eigentlich. Aber gerne fest. Minus. Ja, wir schreiben das Minus da drin rein.
Ja, bitte. Anna hat sich schon erledigt. Eigentlich das Schluss habe ich fertig damit. Einverstanden? Das war jetzt das da hier. Und dann kommt noch einmal das da hier. Aber es ist das Gleiche. Ja? Omega Quadrat mal Omega Quadrat mal Theta hier. Also schreibe ich da hier minus 2 mal Theta hier und dann schreibe ich da plus rein. Dann haben Sie wieder schöner. Haben jetzt wieder alles falsch gemacht. Gell? Schön. Also kriegen wir heraus. Ist gleich. Ist weiter. Setzter Tritt. Plus. 3z Quadrat mal Theta. Das sind 6 Omega Quadrat z Quadrat. Plus 3z mal D zum Quadrat. Das sind 12 Omega der vierten mal z. Plus 8 Omega der sechsten. So, und dann kommen minus 4 Omega der sechsten, das ist jetzt die hier. Minus 2 Omega der vierten Z. Ist also gleich Z der dritten plus 6 Omega Quadrat Z Quadrat. Plus 10 Omega der vierten Z. Plus 4 Omega der sechsten. Wir versuchen uns. Probieren vielleicht Z ist gleich minus 2 Omega Quadrat, ob das hinhaut. Dann bekommen wir hier minus 8 Omega der 6. Also, es ist immer Omega der 6. Also, minus 8 plus 4 mal 6 ist 24, das ist plus 16, stimmt das? Minus 8 ist 24, ist 16. 16. Minus 20. Hoppla. Also die Omega sind durch, die sind ja immer die gleichen. Also wir müssen uns den Vorgang anschauen. Da haben wir noch mal. Minus 8 plus 6 mal 4 plus 24. Ist wie viel? Das ist 16, stimmt. 16. Dann haben wir hier. Plus 20. Minus. Ah, minus 20. Plus 4. Kommt der mit Null raus? Gibt es? Kommt Null raus. Bitte? Kommt Null raus. Kommt Null raus? Ja. Das muss ich aber jetzt bewiesen. Kommt wirklich Null raus? Ja. Wenn wir das ausprobieren, dann dividiert das Ganze, dividiert durch Z plus 2 Omega Quadrat, da muss ich es ausdrücken, gibt es. Wie entwickelt sich das? Ganz jetzt Z. Z geht in Z der dritten, Z Quadrat mal, stimmt es? Dann haben wir Z der dritten plus 2 Z Quadrat Omega Quadrat. 2 Omega Quadrat Z Quadrat minus 4 Omega Quadrat Z Quadrat. Plus 10 Omega der vierten Z plus 4 Omega der sechsten. Das geht 4 Omega Quadrat Z. Dann bekomme ich 4 Omega Quadrat Z Quadrat plus 8 Omega der vierten Z. Abziehen, steht da 2 Omega der vierten Z
Schauen wir nach, ob es stimmt. Da haben wir dann 2 Omega der vierten Z plus 4 Omega der sechsten. Abziehen kommt 0 raus. Gut. Also geht's wirklich klar. Schön. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch das 0 setzen. Da sehen Sie, bekommen wir Z. Also das setzen wir gleich 0. Das ist keine Lösung, meine Güte. Das ist die Lambda 2. Jetzt kriegt man eigentlich eine da. Das ist eine kleiner. Z ist gleich. Was ist denn das Z gleich? Minus 2 Omega Quadrat plus minus die Wurzel aus wie viel? 4 Omega der vierten. Minus 2 Omega der vierten. Ja, Lösungsformel für die quadratische Gleichung. Kriegen wir ist also gleich. Minus 2 plus oder minus die Wurzel aus 2 Omega Quadrat. Einverstanden? Also haben wir Z ist gleich minus 2 minus der Wurzel 2 Omega Quadrat, nenne ich das hier Lambda 1, und Z ist gleich minus 2 plus Wurzel 2 Omega Quadrat, nenne ich Lambda 3. Dreieck. Einverstanden? Eigenwerte haben wir. Jetzt kommen die Eigenvektoren von A. Zu jedem Eigenwert gibt es einen Eigenvektor. Also fangen wir an im ersten. Lambda 1 ist gleich Wurzel A2 minus Wurzel 2 Omega Quadrat. Und wir schauen uns jetzt diese entsprechende Matrix an. Die muss ja singulär sein. Und wir holen uns dann eine Lösung der homogenen Gleichung heraus. Das ist die Idee. Wir schreiben aber nur das Skelett an. Also wir schauen die erweiterte Matrix an. Schauen wir jetzt, bitte. Minus 2, oder? Minus. Minus 2. Danke, 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 danke. So. Also auf ins Geschäft. Schaut. Das können wir schon sagen. Das Omega Quadrat schauen wir vorher an. Ich meine, das ist ja, das schleppt man mit wie ein Rucksack. Den lassen wir fallen. Im Zwischenland. Also, wir schauen uns mal diese Sache an. Minus 2 minus dieser Gamma. Minus 2 plus 2. Minus 2 plus 2 ist 0. Bleibt uns nur noch plus Wurzel 2. Stimmt das? Also Wurzel 2. Dann haben wir hier einen 1er. Dann haben wir hier rechts ein 0. Dann haben wir hier einen 1er. Dann haben wir hier dasselbe in Violett. Wurzel 2. Dann haben wir hier einen 1er. Dann haben wir hier 0. Dann haben wir hier einen 1er. Und wieder dasselbe in Violett, wiederum Wurzel 2. Das ist die Koeffizientenmatrix. Rechts steht 0, 0, 0. Wir suchen eine Lösung dieses Gleichungssystems. Dass das ein Gleichungssystem ist, haben wir ja gelernt. Gell? Das ist ein Gleichungssystem. Wie nur das Skelett. So. Also, gehen wir es an. Eliminieren. Ich fange mit dem an, was ich jetzt das erste Zeichen schreibe. Verstanden? 1 plus 2. 1. 0. Ich tue diese Zeile mit Wurzel 2 multiplizieren und von der oberen subtrahieren. Also, Wurzel 2 minus Wurzel 2. Wurzel 2 minus Wurzel 2 ist 0, wenn wir 0 haben. Wieder 0 haben. 1 minus 2 ist minus 1. 0
Das kommt daher, da kommt minus 1 und 2. Bedacht. Also minus 1 und 2. Habe ich plus 1 gleich plus 1 und 2. Ich bin gleich minus 1 und 2. Gut. Einverstanden? Und die untere? Die untere könnte ich so schreiben. Aber ich könnte sagen, ich ziehe gleich die von der unteren ab. Das ist natürlich schön, dann kriegen wir 0 und 0. Ja. So, was machen wir da noch? Auf die erste Zeile gekommen. Ich habe die zweite Zeile als erste geschrieben. Da. Gut, jetzt machen wir noch diesen Plus und zweiten, um jetzt noch auf 0 pressen. Daraus wird, Sie, die sich sehen können, hören zu, Sie schreiben es einfach schön klar. Daraus wird, also, letzte Zeile ist 0, 0, 0, 0. Diese unten. Vorletzte Zeile schreiben wir auch, bis da steht, 0, 1, 0 und 2. Erste Zeile, ich tue diese Zeile mit 1 und 2 multiplizieren und von der subtrahieren. Dann bringt das weg. Also, der 1 bleibt klarerweise. Da habe ich 1 und 2 minus 1 und 2 ist 0. 1 minus 2 ist minus 1. Also die erste Zeile lautet 1, 0, minus 1, 0. Das heißt, mein Eigenvektor, ich nenne ihn vielleicht V1, also sagen wir mal die Komponente, des Eigenvektors. V1 schaut so aus, die schaut so aus. Die erste und die letzte sind gleich, dann hätte sie nämlich auch diese. Also das, was ich da schaue, und das, was ich da schaue, ist dasselbe. Ja? Und das, was da steht, das muss das entgegengesetzt werden, das Zweifache von dem da sein. Ja? Also im Wesentlichen habe ich dann hier stehen. Wenn da steht 1, dann steht da unten auch 1, weil 1, wenn die 1 ist, keins. Ja? Die sind gleich. Und daher muss es entgegengesetzt, dass der Zweifache vom unteren sein. Das heißt, da habe ich dann bloß noch 2. Minus. Ja? Denn minus was noch 2, plus was noch 2 sind. Einverstanden? So kriegt. Ich löse einfach dieses Gleichnis. Dabei überlege ich mir 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat 2 plus 2 zum Quadrat 4. Die Länge von dem Vektor ist 2. Seht ihr das? Die Länge von dem Vektor ist 2. Das heißt, ich schreibe dann 1 durch 2, 2 durch 2, 1 durch 2. Jetzt habe ich hier sogar zu was für einen Vektor gemacht? Bei der 1. Ja, ich will noch mehr. Also, das ist der erste. Schön. Lambda 2 ist gleich minus 2 Omega Quadrat. Dazu wieder den Eigenvektor. Wie schaut die erweiterte Matrix aus? Also wir schauen uns die Omega Quadrat nicht an, das ist uns jetzt egal wieder. Wir haben minus 2 plus 2, seht ihr das? Minus 2 plus 2, das ist 0. Dann haben wir Omega, also 1, 0, zweite Zeile 1. Dann habe ich wieder minus 2 plus 2, das ist 0. Und minus 2 plus 2 ist wieder 0.
Das ist die Koeffizientenmatrix. Ein XOR. 0, 0, 0. Erweiterte Matrix. Und da wieder Eliminationsverfahren. Das ist jetzt aber ziemlich einfach, das Eliminationsverfahren. Schaut. Wir schreiben die zweite Zeile als erste. 1, 0, 1, 0. Wir schreiben die erste Zeile als zweite. 0, 1. 0, 0. Und die dritte Zeile bekommen wir, indem wir die erste von der dritten abziehen. Das ist 0, 0, 0, 0, 0. Und dann die 10 hier, wie schauen sie aus? Die Komponenten. 1, minus 1. Des Eigenvektors. V2. Wie schaut das aus? Die X- und die Y-Komponente, die X- und die Z-Komponente müssen jetzt gehen, die jetzt gleich sein. Also schreiben wir vielleicht hier 1 und unten schreiben wir minus 1, dann stimmt es. Und die Y-Komponente, den machen wir hier schon gleich nichts übrig, das muss 0 sein. Der Vektor ist wie lang? Der ist Wurzel 2 lang, das ist es. Bitte? Ja, das hat sich bei der Matrix symmetrisch. Da gehen wir dann die Inverse von der Matrix und den Abschreib sofort. Sie werden es gleich sehen. Ja. Also, an sich müssten wir es nicht machen. An sich müssten wir es nicht machen. Aber da müssten Sie dann die Inverse Matrix ausmachen. Das werden wir uns jetzt ersparen. Also, die A ist Wurzel 2 lang. Sie können natürlich schon 1 auf der Wurzel 2 schreiben. Dann muss ich natürlich auch da minus Wurzel 2 schreiben. Wenn Sie sagen, warum haben Sie es so gemacht? Weil ich sage, der ist jetzt 4 lang. Sehen Sie das? Ah, der ist 2 lang, der ist Wurzel 4 lang. Also, Wurzel 2 halbe, Wurzel 2 halbe, der ist jetzt 1 lang. Ja, ich habe ihn noch nicht. Einverstanden? So. Und jetzt kommt Lambda 3, das gleiche dritte. Müssen wir das machen, den dritten? So mit der Methode? Was können wir tun? Matrix ist symmetrisch. Wir können jetzt die beiden kreuzen und kriegen den dritten sofort. Ja? Dritter Eigenvektor. In den ersten, das war der Bruder hier, ein halb. Minus also 2 halb. Ein halb. Und kreuzen mit meinem zweiten, das war der hier, Wurzel 2 halbe. 0. Minus Wurzel 2 halbe. Und schon habe ich die Komponenten vom dritten. Ja? Also tun wir das schön kreuzen. Sie wissen, wie das geht, das Kreuzen. Das ist ja so ein hartes Geschäft. Gut. Also, kreuzen. Wir denken immer daran, kreuzen ist biologisches, wir müssen zuerst denken. Also wir denken da und greifen den Finger schön dahin. Ja? Also, das mal den ergibt 2 Viertel. Stimmt es? 2 Viertel ist, glaube ich, ein halb, stimmt. Minus das mal den. Finger da fest. Dann gleich das mit dem. Das mit dem, das ergibt Wurzel 2 Viertel. Wurzel 2 Viertel. Minus. Das mit dem, das ist dann Plus. Noch einmal Wurzel 2 Viertel. Stimmt das? Wurzel 2 Viertel plus Wurzel 2 Viertel ist Wurzel 2 Halbe. Ich glaube, Sie sind noch auf Kurs. Finger oben festhalten, Sie wissen ja. Das mit dem ist 0 minus, Wahnsinn, mit dem Plus, plus 2 Viertel. Ist ein Halb. Und bitteschön,
wenn das Kreuz immer, also das ist eine heikle Angelegenheit. Sie wissen, da kann also, wenn man da kreuzt, da kann immer was passieren. Also da schaut man auch nach, kann das wahr sein, ist der auf dem am Malen, ist der auf dem am Malen. Das schaut man auch so. Bei Kontrolle. So, jetzt haben wir die Matrix. Orthogonal in diesem Fall, weil A symmetrisch, weil A ist symmetrisch. Haben wir jetzt eine orthogonale Matrix. C, die besteht aus den Komponenten der Eigenvektoren. Also das ist die erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte. Ein Halb, minus was und zwei Halbe, ein Halb, nächste Spalte, was und zwei Halbe, null, minus was und zwei Halbe, dritte Spalte ist ein Halb, kurz und zwei Halbe, ein Halb. Und wir wissen auch, wie ihr in den Fernseher ausschaut. C hoch minus 1 ist gleich. Und wie schaut die Inverse aus? Weil sie Gott sei Dank orthogonal ist, brauche ich nur transponieren. Ja? Das ist der Vorteil. Ja? Also, das ist das. Ein Halb, Wurzel zwei Halbe, ein Spaltenschein. Ein Halb, dann minus Wurzel zwei Halbe, null, Wurzel zwei Halbe, und dann ein Halb, minus Wurzel zwei Halbe, und ein Halb. Also, ich glaube, die Arbeit ist in der Tier sehr spannend. Ja. Warum haben wir das gemacht? Ich rufe es in Erinnerung. Wir wissen, dass C hoch minus 1 AC ergibt eine diagonale Matrix Lambda, welche besteht aus Lambda 1, 0, 0, 0. Lambda 2, 0, 0, 0, Lambda 3. Ja? Das ist der Sinn des Ganzen, was wir so gemacht haben. Und wenn wir jetzt einführen, führe ein, Groß Xi ist gleich, Xi, Eta, Theta, aufpassen, Xi, Zeta, Tatu, der kommt da. Das soll sein. C hoch minus 1, x, also auf Deutsch, x ist gleich C, das ist groß Xi. Wenn wir das so machen, dann liegt folgende Situation vor. Dann ist L angewendet auf Xi das gleiche wie L angewendet auf C hoch minus 1 x, weil Xi ist C hoch minus 1 x. C ist aus Konstanten besteht, L ist ein Differentialoperator, linear, kann man vertauschen, ist gleich. C hoch minus 1, Lx, Lx soll ja sein, das ist immer eine ganze Differentialgleichung. Lx ist gleich. Ax ist gleich C hoch minus 1, Ax. X ist Cxi, ist also gleich. C hoch minus 1, Acxi. Und das ist gleich dem Lambda von Xi. Also Lambda angewendet auf Xi. Zweimal differenziert
Hier komme ich heraus. Lambda 1 mal Xi. Also, minus von 2 plus Wurzel von 2 Omega Quadrat Xi. Wenn ich L anwende auf Eta, also Eta 2 hoch, bekomme ich heraus Lambda 2, also minus 2 Omega Quadrat Eta. Und wenn ich L anwende auf Zeta, das heißt Zeta 2 hoch, bekomme ich heraus Lambda 3, also minus, Klammer auf, 2, minus 2 hoch, minus, Klammer auf, 2, minus 2, Omega Quadrat Zeta. Ja. Und die Gleichungen lösen wir natürlich sofort. Weil das sind reine Oszillatoren. Ja? Also Xi, Eta, Zeta sind voneinander entkoppelte, unabhängige, einzelne Schwinger. Ja? Die Entkopplung dieses schwingenden Systems. Also Xi selbst ist gleich. Statt A schreibe ich jetzt aus bestimmten Gründen, das ist mir gleich nicht, wie das machen. Schreibe ich 2a mal Sinus von 2 plus Wurzel 2. Wurzel aus. Wurzel aus 2 plus Wurzel 2. Das ist ja das. Das wurde nicht gefunden. Mal Omega. T plus einen Phi. Das ist die Schwingungslösung für Xi. Die Schwingungslösung für Eta schaut auch so aus. Eta ist gleich 2b, das ist die Amplitude, mal Sinus. Die Kreisfrequenz ist Wurzel 2 Omega. T plus, sagen wir mal, Xi. Phase, Phi und Xi und A und B sind Konstante, sind Multiplikationskonstanten. Zeta ist gleich, sagen wir 2c mal Sinus von Wurzel ziehen von dem Zeug, also ohne das Minus, Wurzel aus 2 minus also 2 Omega T plus, sagen wir, Chi. Dieser Buchstabe heißt Chi. Damit ist alles gelöst. Und die Lösung, die gigantische, schreiben wir jetzt hin. Was ist das x? Das x ist gleich. Das x ist ja gleich c mal xi. Möchtest du sehen? Das x ist gleich. Da hebe ich ein halb heraus. Ein halb. Xi plus Wurzel 2 Eta. Plus Zeta. Y ist gleich. Ein halb nehme ich heraus. Minus Wurzel 2 Xi. Plus Wurzel 2 Zeta. Und Z ist gleich. Ein halb. Xi. Minus Wurzel 2 Eta. Plus 10. Und jetzt setzen wir für Xi und 10 den ganzen Kapitalismus da ein. Wir sehen es nochmal mit 2a, 2b, 2c geschrieben, damit ich es zum Halbweg überschreiben muss. Das war der einzige Punkt. Also, ich bekomme, das ist gleich. X ist gleich. A Sinus von Wurzel aus 2 plus Wurzel 2 Omega T plus Phi plus Wurzel B Wurzel 2 mal Sinus von Wurzel 2 Omega T plus Xi plus C Sinus von Wurzel aus 2 minus Wurzel 2 Omega T plus Xi
und y ist gleich, das ist y, minus nur a wurzel 2. Sinus von Wurzel aus 2 plus Wurzel 2, Omega t plus phi plus c Wurzel 2. Sinus von Wurzel aus 2 minus Wurzel 2, Omega t plus chi. Und was ist das? Z. Zu guter Letzt ist das gleiche wie hier oben, praktisch nur kriegt man da minus. Also a Sinus von Wurzel aus 2 plus Wurzel 2, Omega t plus phi plus minus b Wurzel 2 Sinus von Wurzel 2 Omega t plus psi plus c Sinus von Wurzel aus 2 minus Wurzel 2 Omega t plus chi. Die Sache ist gelöst. Das Unglaubliche, die bei uns halten sie wirklich daran. Wir können so etwas Schweres einfach von sich aus. Ich wabbel so hin und her, wenn sie reinschmeißen. Also jetzt sehen Sie mir das, meine Damen und Herren. Sind wir bereits im Stadium des Profis. Wir machen professionell weiter. Wir haben jetzt bis jetzt behandelt nur die homogenen Systeme. Aber was passiert? Was passiert, wenn man hat x2 plus px plus qx ist der Kern? Nun, Herr Kollege, Sie wissen es, da gibt es die Zauberformel Integral ry2 durch by1y2 dt minus Integral ry1 gebraucht durch by1y2 dt y1y2 sind Fundamentalsystem, wie ist die Bronski-Determinante und ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Denn bei bestimmten R ist das P und Q konstant, ja? Bei bestimmten R kann man es sich leichter machen. Da kann man es erraten. Das würde ich Ihnen empfehlen. Ich empfehle Ihnen, wie bei der Millionenshow, ich rufe an den Joker, der sagt Ihnen, wenn R ausschaut, R ist gleich E hoch Alpha T. Wenn R gleich E hoch Alpha T ist, und wenn es so ist, weil Sie betrachten die Gleichung z Quadrat plus pz plus q ist gleich 0 und Sie lösen sie, z ist gleich Lambda oder z ist gleich μ. Und wenn das Alpha uns die Freude macht, verschieden zu sein von Lambda und von μ, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie gleich versuchen anzusetzen, Ansatz x ist gleich a mal e hoch alpha t. Gleich mit dem Ansatz probieren. Warum? Was passiert denn, wenn ich x ist gleich a mal e hoch alpha t ansetze? Was passiert? Dann geschieht Folgendes, dann kriege ich x Punkt ist gleich alpha a e hoch alpha t. X2 Punkt ist gleich Alpha Quadrat A E hoch Alpha T. Und mit dem werfe ich mich in die Gleichung. Mit dem werfe ich mich in die Gleichung. Ich bekomme Alpha Quadrat A E hoch Alpha T plus B Alpha. Schauen wir mal, Alpha Quadrat, das A E hoch Alpha T kann ich mal heraus. Alpha Quadrat plus B Alpha plus Q mal A E hoch Alpha T. Das ist die linke Seite der Gleichung, sehen Sie das? Das da ist mit P multipliziert, das da mit Q multipliziert, dann ist leider addiert. Und diese linke Seite soll gleich sein dem R, weil das ist E hoch Alpha T.
Multiplizieren wir beide Seiten mit e hoch minus alpha t, da fliegt es weg. Und wir sehen, dass a, wie groß es ist. Das a ist gleich 1 gebrochen durch alpha Quadrat plus p alpha plus q. Und wir haben sie schon gefunden. X ist daher gleich 1 gebrochen durch alpha Quadrat plus p alpha plus q e hoch alpha t. Ja. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, das kommt aber selber vor, dass das kommt. Ich meine, es könnte passieren, dass da ein A mal E hoch alpha t ansteht. Wisst ihr, was ich da sage? Da sage ich, na, da steht halt da auch ein A da und da steht halt da auch ein A da. Da geht es genauso. Da steht dann ja auch ein A. Ja? Jetzt könnte jemand kommen und sagen, naja, dass das R so ausschaut, es könnte sein, dass gleich A e hoch alpha t plus ein B e hoch beta t plus ein C e hoch gamma t und so weiter da steht. Also dass da zum Beispiel da steht, eine Summe A n e hoch alpha n t. Gut, das macht mir nichts. Wissen Sie, was ich dann anwende? Das Superpositionsprinzip. Jeden einzelnen durchbearbeiten und dann durch wieder zack. Es geht in das Superpositionsprinzip. Ja? Jetzt könnte jemand kommen und sagen, ja, aber was passiert, wenn der Nenner 0 ist? Sag ich, der Nenner wird nicht 0, denn Alpha ist von Lambda und von mir verschieden, kennt ihr das? Ja, aber was machen Sie aber wirklich, wenn der Nenner 0 ist, fragt mich der. Dann wendet man an die Variation der Konstanten. Ja, kann man nicht. Oder Sie machen gleich, was schätzt den Ansatz A mal T, bei der Jungen. Bei der geht dann durch. Ja, was ist, wenn der Nenner 0 ist und Lambda sogar gleich μ ist? Da geht sogar AT mal E hoch alpha t nicht durch. Dann nehmen wir es AT Quadrat mal E hoch alpha t. Also, solche Ansätze sind immer günstig. Nicht diese Zauberformel. Okay. Nur wenn man dann sagt, ich bin in der Verzweiflung, die Zauberformel hilft mir aus der Verzweiflung heraus. Aber sonst ist es nicht. Ich meine, mach ein Beispiel. Ein Beispiel sehen Sie mal nicht. Also Beispiel. X2 Punkt plus Omega Quadrat X. Ich meine, das Beispiel sieht man das gleiche, wie Sie sehen. Aber Sie können mir glauben, das ist wirklich ein wichtiges Beispiel. Alles in der Welt schwingt. Der Kolben, also der Zylinder, der Kolben. Der Motor, der schwingt hin und her. Und der Schwingkreis, den kennen Sie auch. Das Herz schwingt, alles schwingt. Ja? Jetzt werde ich Ihnen zeigen, was Liebe bedeutet. Also, Sie haben ein schwingungsfähiges System. Und dieses schwingungsfähige System bekommt dabei rechts ein Stirbchen. Das schaut so aus, das ist gleich Sinus cos Omega t. Fleisch haben wir noch ein A dazu. Das heißt, in Wirklichkeit schaut das so aus. Normalerweise ist das Beschleunigungsfeld einfach das von der Feder. Aber jetzt kommt zusätzlich noch eine Beschleunigung dazu. Also das System schaut in Wirklichkeit so aus. Maserati. Garage. Garagesicherung. Und da kommt einer und arbeitet an dem B. Das ist das Beschleunigungsfeld B. Gleich A sinus Omega T. Sie kennen diese Leute, ja? Und was macht mir da meine Differenzial? Also das ist die Frage. Was? Na ja, und da machen wir Folgendes, das sagen wir.
Das da hier ist ja gleich A mal 2J E hoch J Groß Omega T minus E hoch minus J Groß Omega T. Ja? Weil das ist der Sinus. Und wir sind Profis und rechnen alles komplex. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit jetzt zwei Gleichungen. X1, 2 Punkt, plus Omega Quadrat X1 ist gleich E hoch J Omega T. Die andere Gleichung ist X2, 2 Punkt, plus Omega Quadrat X2, ist gleich E hoch minus J Omega. Wir machen den üblichen Ansatz. Ansatz X1 ist gleich, sagen wir mal, Cos B, E hoch J Omega T. Sie werden es nicht ahnen, x1, 2 Punkt kann ich ausrechnen. Denn was kriege ich heraus beim Differenzieren? Beim Differenzieren nehmen wir ja heraus, immer das gleiche mal der inneren Ableitung. Die innere Ableitung ist J Omega. Noch einmal innere Ableitung, bei zweimal differenziert, kriegen wir J Quadrat Omega Quadrat, also minus Cos Omega Quadrat. Minus Cos Omega Quadrat. Das ist mit dem A durch 2J. Das machen wir erst später. Dann versuchen wir es noch mal zu sehen. Pass auf. Aber Sie haben ganz recht. Sie haben ganz recht. Vorsicht ist ja. Sie sind ein Schülerling. Kontrolle ist immer besser. Ja. Kein Vertrauen. Mathematiker sind keine. So, also das ist dann minus Omega Quadrat mal die Zeug. Also sehen Sie, dass wir haben B mal. Omega Quadrat weniger Groß Omega Quadrat mal E hoch J Omega T B mal D Zoll mal E hoch J Omega T ist gleich E hoch J Omega T ist gleich 1. Das ist es. Und X2 setzen wir an C sagen wir E hoch JP, J Omega T, minus. X2, 2 Punkt, ist gleich, wieder dasselbe Schmäh, zweimal kommt das minus J Omega runter, minus J bei minus und ist genauso minus 1. Bekommen wir also X2, 2 Punkt, ist auch minus Omega Quadrat X2. Das heißt, wir bekommen genauso C mal. Ja. Was ist mit Minus von Minus J Omega T passiert? Mit dem Minus? Ja. Zweimal runter kommt jetzt Plus. Ja. So können wir auch sagen, Minus J mal Minus J ist Plus, ist auch Minus 1. Also, da passt schon. Da bin ich noch auf Nummer 7. Ja. So, also kriegen wir C mal. Omega Quadrat steht da, minus Cos Omega Quadrat steht da, ist gleich 1. Also sehe ich, was das X ist. Das X, ich erlaube es mir gleich hier oben aufzuschreiben. Obwohl wir noch nicht sein. Na doch. Aber ich schreibe es trotzdem da oben auf. Das X ist gleich. Ja. Wie kommt man nochmal auf die letzten zwei Gleichungen? Wieder hier. Keine weiter. Runter. Ich habe oben eingesetzt. X als 2 Punkt ist minus Omega Quadrat mal dem Zeug. Da habe ich x1 Omega Quadrat minus Groß Omega Quadrat mal dem B E hoch J Omega T. Ist gleich E hoch J Omega T. E hoch J Omega T lasse ich weg.
habe ich B mal dieser Klammer plus 1. Ja? Ich weiß schon, dass ich 1. Und da drückt genau. Also ist das x gleich. Jetzt kommt Ihr Argument, Kollege. Das müssen wir natürlich auch. Das ist a durch 2j. Also a, das b setzt, ist 1 durch dieses d. Aber a, wir brauchen nur Omega Quadrat. Weniger groß Omega Quadrat. Mal e hoch j t. J Omega T durch 2 J. Das ist die Lösung, wenn das A nur das da wird. Wenn das Dreieck nur das da wird. Jetzt müssen wir noch abziehen, minus wiederum A durch 2 J, steht da A durch 2 J, und durch das da müssen wir genauso dividieren, also steht einfach hier nur minus E hoch minus J Omega. Und wir kriegen heraus, das ist also gleich, a durch Omega Quadrat weniger groß Omega Quadrat mal Sinus groß Omega T. Oder wenn Sie so wollen, Sie bekommen heraus, ist gleich minus a gebrochen durch groß Omega Quadrat weniger klein Omega Quadrat mal Sinus groß Omega T. Wir können auch sagen, das ist ja das Gleiche. Stimmt, das habe ich auch richtig hingeschrieben. Aber das, da schreibe ich hin, in dem Fall ist das große Omega kleiner als das kleine Omega, ja? Weil dann ist der Nenner positiv. Und das schreibe ich hin, wenn das große Omega größer ist als das kleine Omega. Ja? Ist der Nenner, dann ist der Nenner positiv. Also ich schreibe mir, dass ich einen positiven Nenner bekomme. Da sieht man nämlich die Sache besser. Denn was sehen Sie? Also ich gehe zu dem Wagen, der da angehängt ist, und rege ihn an mit einem Sinus. Warum? Weil ich meinen Wagen liebe. Ja? Der Wagen hat ein Herz, hat ein eigenes Herz, das eigene Herz vom Wagen, das schwingt im Kleinomega-Kreisvektor. Das ist das Herz vom Wagen. Ich gehe zu meinem Wagen und rege ihn an mit der Frequenz Großomega. Wenn meine Frequenz Großomega kleiner ist als Kleinomega, also wenn ich ihn ganz langsam so hin und her anrege, dann sagt der Wagen, na gut, dann spiele ich mit deiner Anregung. Ja? Dann schwingt er genauso im selben Maße, wie ich ihn anrege. Wenn da der Unterschied zwischen unseren beiden Herzschlägen, meinem Großomega und dem Wagen sein Kleinomega, sozusagen, wenn der Unterschied groß ist, macht der Wagen nicht gern mit. Ja? Dann wird diese Amplitude klein sein. Ja? Es könnte sein, dass ich natürlich wahnsinnig nervös den Wagen unglaublich schnell anrege. Also mein Großomega ist riesengroß. Ja? Dann schauen wir natürlich da. Hier reagiert der Wagen. Der reagiert komischerweise gegenphasig. Also sobald ich hinstoß, fährt er mal zurück. Und sobald ich zurückstoß, fährt er mal hin. Sehen Sie das? Ja? Der reagiert richtig gegenphasig. Weil ich einfach so wahnsinnig nervös bin. Tut es nicht, ja, immer schön langsam. Aber es macht mich wirklich wahnsinnig nervös. Ist der Nenner riesengroß und der Wagen macht sagt sie, du kannst mir gar nichts sagen. Ja? Und jetzt sage ich Ihnen, was Liebe ist. Liebe ist natürlich, wenn Großomega gleich Kleinomega ist, nicht? Dann wird nämlich der Nenner null. Also, falls Sie jemanden mal kennenlernen wollen, fragen Sie, wollen wir nicht den Null machen? Ja, und wenn da keine Dämpfung vorhanden ist, dann haben wir die Katastrophe. Das nennt man Resonanz. Sonare heißt Tönen. Sie kennen vielleicht den Begriff Person. Wissen Sie, woher der kommt? Person. Kommt vom Personal, das heißt durchtönen. Das kommt nämlich deshalb, weil die Schauspieler im alten
Griechenland und Alperon ja Masken getragen. Die haben Masken getragen, es hat durch die Masken gesprochen, es hat durch die Masken getötet. Also eine Person ist immer jemand, der eine Maske trägt. Vergessen Sie das nicht. Dann tönt es durch, Personal, Sonar. Und Resonar, da tönt es wieder zurück. Also Resonanz ist, wenn da das Große haben wir gleich mit Kennung. Dann haben wir eine Katastrophe, die ist natürlich nicht allzu groß, wir können das Ganze natürlich lösen, und das brauchen wir wirklich noch, indem ich einfach hier einen Tisch mache. Ich meine, das, was da drauf steht, das zeichnet euch nicht so gut. Aber was ist los, wenn ich habe, x2 hoch plus Omega Quadrat x ist gleich klein a mal Sinus klein Omega. Das ist der Resonanzfall. Das sage ich auch wieder, das ist doch nichts anderes als a mal, schreibe ich so, a durch 2j mal E hoch J, klein Omega T, minus E hoch minus J, klein Omega T. Und jetzt machen wir den Ansatz, X ist gleich groß A, ja, groß wieder X1 ist 2. Also dafür X1, dafür anders X2. X1 gleich bt e hoch j omega t. Beziehungsweise x2 ist gleich c mal t mal e hoch minus j omega t. Also diese Ansätze. Ja, wir haben die Resonanz. Das heißt, wir haben da x1, jetzt müssen wir langsam sein, Punkt, ist gleich j Omega bt e hoch j Omega t plus b e hoch j Omega t. Und x1, 2 Punkt ist gleich minus klein Omega Quadrat bt e hoch j Omega t plus da kriegen wir j Omega b e hoch j Omega t. Jetzt habe ich das da differenziert nach der Produktrechnung, gell? Das da differenziert nach der Produktregel, das da verstehen wir. Und jetzt muss ich noch das da differenzieren, dann kriege ich auch J Omega. B, E und J Omega. Das kriege ich zweimal. Jetzt. Hineinwerfen in die Gleichung. Hineinwerfen in die Gleichung. Ich brauche nur das da, um das da anzuschauen, das dann mit Omega Quadrat multipliziert. Alles Omega ist alles gleich. Also wenn man das dann mit Omega Quadrat multipliziert, das er dazu erfährt, dann fliegt natürlich das ohne die Fallwerte weg. Die Fallwerte. Da bleibt es nur 2 J Omega B, E hoch J Omega T, ist gleich 1. Also wenn ich da die Gleichung gucke, plus Omega Quadrat x1 ist gleich e hoch j Omega t. Mit x2, 2 Punkt plus Omega Quadrat x2 ist gleich e hoch minus j. Ja? Schön. Ja, bitte. Die letzte Gleichung, du disst ja noch E hoch J Omega T, oder? Bitte? Richtig, richtig, richtig. Also sehen wir, was das B ist. Bertha.
Theta ist gleich 1 gebrochen durch 2 log Omega. Bitte. So, und was ist die Sizilie? Was passiert denn bei der Sizilie? Bei der Sizilie passiert folgendes. Da kriegen wir genau dieselbe Situation wie hier. Das setzt es so an, mit einem Minus oben. Da tun wir differenzieren mit dem Minus oben. Das heißt, das Minus oben wird dafür sorgen, dass wir hier ein Minus J Omega haben, das kommt uns nicht viel. Plus C mal E, das bleibt stehen. Und dann nochmal differenzieren. Da kriegen wir das mit C wieder stehen, da oben wieder ein Minus. Aber dann noch einmal, da kriegen wir dann hier Minus. Minus 2. Also bekommen wir minus 2 J Omega C E hoch minus J Omega T ist gleich 1 mal E hoch minus J Omega T. Das heißt, diese Serie ist gleich mal das J Quadrat minus das 3 minus 1 durch 2 J Omega. Und wir sehen jetzt, wie das x ausschaut im Resonanzfall. Das x ist gleich. Was passiert denn da? Da habe ich wiederum das a durch 2 j. Mit dem zu multiplizieren, mit dem zu multiplizieren und bei dem zu multiplizieren. Schauen Sie, dieses Vorzeichen erzeugt man bei dem Minus dann ein Plus. Sehen Sie das? Erzeugt man dann bei dem Minus ein Plus. Da kriegen wir dann A. Aha. Da kriegen wir da ein J. Da haben wir ein Minus da. Da kriegen wir dann ein Minus durch die beiden Js. J und J in beiden Nennern. Gibt J Quadrat, da gibt ein Minus. Da kriegen wir dann also ein A durch 2. Omega, den anderen 2er hebe ich auf wieder hinten. Ja, A durch 2 Omega. Nicht vergessen, mal T. So, jetzt da hinten. Da haben wir jetzt noch den 2er aufgehoben und vergessen nicht, dass das Minus zum Plus wird. Was ist denn E hoch J Omega T plus E hoch minus J Omega T? Halte. Ah, das ist der Cosinus. Mal Cosinus Omega T. Also das ist dann die Lösung im Resonanzfall. Das heißt, im Resonanzfall schwingt mir mein Wagel im rechten Winkel zu dem, wie ich anstoß. Ich stoße im Sinus an, dann schwingt die Minus Cosinus zurück. Sie kennen das noch nicht, aber Sie werden in ein Leben fast alle hineinstoßen, wo Sie das kennenlernen werden. Das ist ein neues Leben für Sie, ich garantiere Sie, wenn Sie dann plötzlich ein kleines Kind hat, Papa, Papa, Mama, Mama, bitte schau. Ja? Dann haben Sie diese Resonanzsituation. Sie lieben Ihr Kind, Sie stoßen die Schaukel in der Eigenschwingung der Schaukel an und wissen Sie, wann Sie es am stärksten anstoßen, wann die Schaukel auf den Nullpunkt geht. Ja? Und Sie stoßen mit der gleichen Frequenz an die Schaukel sozusagen in der Wind, Sie schwingen lässt genauso. Nur so bekommen Sie glückliche Kinder. Obwohl die Situation natürlich unrealistisch ist, weil wir haben ja da keine Reibung, nicht? Keine Sendung. Sie sehen, was passiert mit dem Zeug eigentlich? Die Amplitude wächst, bis sie, wie lange sie wächst, bis die Sache katastrophal endet. Aber das wird sie im Allgemeinen nicht tun, sondern damit die Dämpfung muss dazwischen noch reinkommen. Das machen wir. Das werden wir uns auch noch anschauen, weil es wirklich wichtig ist. Auch physikalisch interessant. Und wir machen es am Montag, nicht am Freitag, am Montag. Und am Freitag gehen Sie und versuchen Sie, Waggons zu schwingen, zu bringen, dreimal von uns verbunden sind oder eine Schaufel oder was Sie auch immer machen wollen. Probieren Sie es auch und dann nicht mehr.